Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Sicherheitstechnik. Wer sein Zuhause einbruchhemmend nachrüstet, schützt nicht nur seine Wertsachen, sondern vor allem seine Privatsphäre. Smarte Technik. Die Apple Watch ist am Puls der Zeit. Doch was kann sie wirklich? Und Stecktechnik. Möbel werden nicht mehr geschraubt, sondern gesteckt und sehen dabei auch noch stylisch aus. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Im Schnitt erbeutet ein nicht professioneller Einbrecher auf seiner Diebestour in eine Wohnung oder in ein Haus 200 Euro. Das klingt im ersten Moment wahrlich nicht viel. Für die Betroffenen ist dies jedoch ein einschneidendes Erlebnis. Zum einen der materielle Verlust, was jedoch viel schwerer wiegt, ist das Eindringen eines Fremden in die eigene Privatsphäre. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie sich sinnvoll gegen Einbrecher schützen können. Bei mir gibt es doch nichts zu holen. Diese Aussage hört man von vielen Haus- und Wohnungsbesitzern. Doch woher wissen Einbrecher das? Ungesicherte Fenster und Türen sind deshalb eine Einladung für jeden Dieb und eine Gefahr für jeden Bewohner. Bei dem Standardfenster fehlen hier, wie man das hier sieht, die Pilzzapfengetriebe, der Anbohrschutz, der hier außen liegt, ein abschließbarer Griff. Die Gegenschutzbeschläge im Rahmen und die gesicherte Glasanbindung im Glasbereich. Also ein Standard-Einbrecher, der kein Profi ist, mit einem Schraubenzieher kommt er im Standardfenster rein in weniger als 10 Sekunden. Die Kriminalstatistik zeigt, dass 80% der Einbrüche über Fenster und Balkontüren durch einfaches Aufhebeln verübt werden. Etwa alle 4 Sekunden wird in Deutschland eingebrochen. Im Jahr 2014 registrierte die Polizei mehr als 152.000 Einbrüche. Das ist ein Anstieg von knapp 2% gegenüber 2013. Man denkt, natürlich eingebrochen wird hauptsächlich in der Nacht. Das ist nicht ganz richtig. Es ist schon so, in der dunklen Jahreszeit, in den Zeiten von Oktober bis Februar, wird vermehrt eingebrochen. Das stimmt. Hier nutzen die Täter einfach den Umstand, dass die Dämmerung früher einbricht. Aber man darf nicht vergessen, es wird auch tagsüber eingebrochen. Ein Einbrecher bricht seinen Einbruchversuch ab, wenn er nach 30 Sekunden nicht im Haus ist. Aus diesem Grund kann eine einbruchhemmende Nachrüstung helfen. In jedem Fall sollte diese von einem geschulten und zertifizierten Errichter vorgenommen werden, der dazu auch eine Berechtigung des Landeskriminalamts vorweisen muss. In diesem Haus wurde ein kompletter Sicherheitsbeschlag montiert, mit Pilzkopfverriegelung und passendem Gegenstück im Rahmen. Die Sicherheit ist gewährleistet, dass alle Teile im Stahl verschraubt sind. Beim Holzfenster hält es auch im Holz. Und es sind verschiedene Komponenten, die hier zusammengefügt werden. Der abschließbare Fenstergriff nach 100 Newtonmeter, die gewisse Pilzzapfenteile, die Rahmenteile und ein Anbauschutz auf dem Flügel. Vorsicht vor Nachrüstprodukten vom Discounter. Hier ist der Schutz fragwürdig. Diese Nachrüstvariante kostet rund 220 Euro pro Fensterflügel. Etwas teurer mit rund 350 Euro ist die aufschraubbare Nachrüstung, die häufig bei Terrassentüren verwendet wird. Oben haben wir völlig verdeckliegend nachgerüstet. Das heißt, wenn wir fertig sind, sieht man eigentlich nicht, dass man eine gewährleistete Einbruchhemmung hat. Hier unten rüsten wir jetzt nach auf sichtbare Beschläge. Die passen auf jedem Fenster immer. Da ein Einbruch im Schnitt nur wenige Sekunden dauert, steht die mechanische Sicherung vor der Alarmanlage. Also auch wer glaubt, bei ihm sei nichts zu holen, sollte über eine Nachrüstung nachdenken. Alleine um zu schützen, was einem lieb ist. Liebe Zuschauer, derzeit zahlen die Versicherungen übrigens noch, wenn sie keinen Einbruchschutz haben. Gespräche darüber, dies zu ändern, laufen jedoch schon. Sie sehen, Einbruchschutz lohnt sich also auf jeden Fall. Bei uns geht es gleich weiter mit dem Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp und Möbeln, die komplett ohne Dübel und Schrauben auskommen. Bis gleich. Wir
Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Planerküchen machen Freude. Erleben Sie pure Leidenschaft in Ravensburg, Jahnstraße 48. Funktioniert nicht immer. Sie finden uns auch auf der Oberschwabenschau. Halle 15, Stand 10, direkt am Eingang. So könnte auch Ihre Wohnung aussehen. Mit Riga Raumdekor. Ihr Gesamteinrichter vom Boden bis zur Decke. Ob jung oder alt, wir renovieren Ihre Wohnung. Auf Wunsch auch seniorengerecht. Schlüssel übergeben und wohlfühlen. Alles aus einer Hand. Riga Raumdekor in Sigmaringen. Ein Paradies ganz in Ihrer Nähe. Traumhafte Ausstellung, kompetente Beratung und 3D-Badplanung. Die etwas andere Art des Einkaufs. Fliesenparadies Lindau. Fliesen und Parkett im Dreiländereck. Bauen Sie Ihre Immobilie nicht auf Sand. Schon ab 35 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr werden Sie von Fachanwälten kompetent beraten. Mietverträge, Musterschreiben, Selbstauskunftsbogen für Insolvenzcheck und Infoblätter liegen für Sie zur Abholung bereit. Mit Rat und Tat für Ihr Eigentum. Haus und Grund Lindau. Sichern Sie den Wert Ihrer Immobilie. Jetzt Mitglied werden. Von der Marktwertermittlung über die Beratung bis hin zur notariellen Abwicklung. Wir kümmern uns von A bis Z um den Verkauf Ihrer Immobilie. Ohne vertragliche Bindung. Wir präsentieren Ihre Immobilie außergewöhnlich und aus allen Perspektiven. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne. Bauer Immobilien. www.bauer-immobilien.de. Ist das nicht schön? Dass ich mit Gas umweltschonend kochen kann? So kann ich mit gutem Gewissen genießen, auch wenn das Wasser mal nicht kocht. Wann wechseln Sie zu den günstigen Energietarifen? Citywerke, die starke Online-Marke aus der Stadtwerke-Gruppe der Tüger. Sparen Sie doppelt mit Citystrom und Citygas. Einfach Optimierer einstellen, freuen, wechseln. Alle Infos unter www.citywerke.com. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Smartphone, MP3-Player oder Tablet. Technische Innovationen, ohne die wir heute fast nicht mehr auskommen. Die Weltkonzerne wie Apple, Sony oder Samsung wären heute nicht da, wo sie sind, wenn sie nicht regelmäßig Neuheiten auf den Markt bringen würden. Ein jüngstes Beispiel, die Apple Watch. Wir wollten wissen, was sie wirklich kann. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wird Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Nachrichten erhalten und direkt darauf reagieren. Jeden Tag sehen, wie aktiv man gewesen ist und Musik mit der eigenen Stimme steuern. Das alles verspricht die Apple Watch. Das neueste Produkt aus dem Hause Apple soll ein täglicher Begleiter sein. Bei der Arbeit, beim Sport, zu Hause. Du kannst mit deiner Apple Watch direkt deine Nachrichten abrufen. Du siehst sofort, wer dich anruft. Unterwegs kannst du dich navigieren lassen. Du hast dieses Navigationsgerät direkt am Handgelenk. Toll für alle, die ständig und immer und überall erreichbar und informiert sein wollen. Wer eine Apple Watch hat, wird sie lieben. Wer keine hat, wird sie vielleicht nicht vermissen. Optisch ähnelt die Apple Watch auf den ersten Blick einer ganz normalen Armbanduhr. Doch so vielfältig wie ihre Funktionen sind auch die Designmöglichkeiten. Du hast natürlich viele Möglichkeiten, die Uhr individuell zu gestalten. Es gibt drei Modelle, einmal eine Sports-Variante, eine normale Apple Watch und eine Edition. Hier hast du jetzt die Auswahl zwischen einem Aluminiumgehäuse und einem Edelstahlgehäuse und kannst das halt dann kombinieren mit vielen verschiedenen Armbändern.
Individualität, die allerdings nicht ohne das iPhone auskommt, und zwar mindestens das iPhone 5. Zwar lassen sich Apps auf der Uhr installieren, diese laufen aber nur dann, wenn das iPhone in Funkreichweite ist. Heißt, Informationen vom iPhone lassen sich auf die Apple Watch übertragen und umgekehrt. Während das iPhone aber ohne Apple Watch funktioniert, klappt das umgekehrt nicht. Ob also lebensbereichernde Technik oder Spielzeug am Handgelenk, muss am Ende jeder für sich entscheiden. Der Bauen und Wohnen Elektronik-Tipp wurde Ihnen präsentiert von Mediamarkt. Aus Friedrichshafen, Ravensburg, Konstanz, Singen, Ulm, Neu-Ulm, Memmingen. Kennen Sie das auch? Sie haben sich gerade das neue Regal gekauft und nun stehen Sie zu Hause vor den Einzelteilen. Bretter, Leisten und gefühlte 10.000 Schrauben und man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und schon ist das Regal gar nicht mehr so toll. Das hat sich auch ein Architekten-Ehepaar aus Kressbronn gedacht und hat Steckmich entwickelt. Möbel einfach zum Zusammenstecken. Bei den Steckmich-Möbeln ist jedes Teil ein Einzelstück, handgefertigt und individuell designt. Bei der Herstellung kommt es dabei vor allem auf eine hochwertige und sorgfältige Verarbeitung an. Wichtig ist, dass die Oberflächen alle bearbeitet werden und glatt sind. Die sind, wenn sie aus der Maschine kommen, noch rau und die Kanten sind auch sehr scharf. Die müssen also noch nachgerundet und abgeschliffen werden. Das ist das Wichtigste hier und dass die Passgenauigkeit stimmt. Christoph Kienzle entwickelt und entwirft die Steckmichmöbel. Mit dem eigenen Unternehmen hat sich der Architekt einen Traum aus Studienzeiten erfüllt. Angefangen hat alles mit einem Bett. Wir haben ein Bett gesucht und keins gefunden, weder preislich noch vom Design her. Und dann haben wir angefangen zu designen. Und irgendwann habe ich gedacht, wieso nicht ohne Schrauben, weil einfacher. Und daraus entstand dann diese Idee und diese Möbel. Die Idee war es, Möbel zu entwerfen, die ohne Schrauben funktionieren. Zum anfänglichen Regal kamen Bett- und Kleiderständer hinzu. Das Material ist immer Holz, gewählt werden kann aus 12 verschiedenen Farben. Für Töchterchen Ida haben Christoph und seine Frau Annika, ebenfalls Architektin, sogar ein ganzes Kinderzimmer mit Steckmich ausgestattet. Dass es einfach in der Praxis funktioniert und dass sie stabil sind, das war uns am allerwichtigsten. Und das gibt das Material einfach her. Es ist nichts Klappriges, Zusammengeschraubtes irgendwie, sondern es ist zusammengesteckt, es funktioniert. Wir können uns beide draufsetzen und dann wird es auch die Ida aushalten. Und Ida fühlt sich sichtlich wohl auf ihrem Wickeltisch. Vertrieben werden die Steckmichmöbel ausschließlich übers Internet. Dort kann jeder sein ganz eigenes Wunschmöbel in Auftrag geben. Der Bedarf geht ganz klar in Richtung einfach diese Flexibilität, diese Individualität. Und wir entwickeln jedes Möbel ja wirklich auf Anfrage. Das heißt, jeder kriegt sein persönliches Möbel zugeschnitten, manchmal sogar nach Hause gebracht und aufgebaut. Und der Bedarf geht ganz klar Richtung Kindermöbel. Also gerade bei uns im Freundeskreis, man kriegt Kinder, man gibt da auf jeden Fall nochmal Geld aus. Mehr Geld als manche Möbel, die man schon besitzt oder von zu Hause irgendwie mitkriegt. Und also wir werden auf jeden Fall in Richtung Kindermöbel auch aus eigenem Bedarf weiterentwickeln. Individuell, funktional und durch die neue Stecktechnik auch noch kinderleicht aufzubauen. Wie einfach die Möbel aufzubauen sind, das sehen Sie in einem kleinen Clip auf unserer Facebook-Seite. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema richtig heizen. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss! Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.